Hallöchen hier, der Nalef hier und willkommen zurück bei Ghost of a Tale, wo es weitergeht. Ja, hier beim Nordhang, wo ich als nächstes mich auf den Weg nach Periklav machen möchte. Dazu muss ich mit dem lieben Kerold sprechen in der Knast, ne, und so. Aber vorher würde ich gerne noch den Ruhm des Roten Waldläufers beenden und dazu gilt es noch, den Gürtel zu finden. Muss ich gerade mal schauen, wo der ist. So, hier ist er nicht beim Wahrturm. Dann gucke ich doch mal. Bücher. In den Katakomben vermute ich mal nichts. Im Hafen ist nichts. Strand. Ah ja, da beim Strand. Okay. Da ist das letzte Ding. Dann würde ich sagen, gehe ich doch da mal hin. Doch zuerst würde ich sagen, geht es, wie gesagt, zum lieben Kerold. So, dazu zurück hier ins Verlies. So, da kommt die Wache angeschissen. Da würde ich mal sagen, ziehe ich mir doch schnell die Geschichte hier an. So, da geht's hier rum. Hier durch. So, dann natürlich hier schnell speichern. So viel Zeit ist. Jawohl. Und hier hoch, hier rum. Da bin ich mal gespannt, was der liebe Kerold mir zu sagen hat. Ich vermute, ich muss mein Piratenkostüm tragen. Genau hier lang war die Abkürzung, genau. So. Und da bin ich doch dann gleich auch hier. Okay. Ich höre schon das Geflöte vom lieben Silas. So. Jawohl, warte mal. Jetzt mache ich hier abspeichern. Jawohl. Raus geht's. Piratenkostüm an. Das war Piratenhut, Augenklappe, das da und das da. Und wo war er? Genau hier um die Ecke. So. Kapitän, oh, du kommst genau richtig. Hast du das gehört? Hast du den verdammten Krach gehört? Oh, das geht schon seit Tagen so. Da, dieses verdammte Geflöte. Hörst du das? Da ist es doch schon wieder, oder? Ah, langsam verliere ich den Verstand. Späte Lausche auf, Maus. Du musst das elende Spitzgesicht, das dafür verantwortlich ist, für mich erwürgen. Ah. Das Flötenspiel? Ich habe mich darum gekümmert. Aha, nun gut. Nein, Kapitän, warte. Träum ich? Bist du es wirklich? Leibhaftig? Du bist kein Stück gealtert, Kapitän. Aber irgendwas ist anders. Du bist irgendwie geschrumpft. Du hast doch schon immer zu mir aufgesehen, oder? Ei, und das werde ich auch immer. Hilf mir auf die Sprünge. Welches Lied hast du noch immer gesungen? Irgendwas mit Meerjungmäusen. Oh Gott. Ballad von König Hasenfuß, Krähenmeuchelei.
Ich würde mal sagen, der Himmel im Humpen. Nehmen wir doch das mal. Ich meine, das klingt so nach Pirat. Probier ich's. Und mal schauen. Die Wellen tosen, das Schiff liegt im Nass. Nun ist es klar, wir werden ertrinken. Für Piraten ist die See ein gar köstlich Fass. Also hoch die Humpen, während wir sinken. Mit Donnerkrabben gehen wir zechen. Klauen des Seekönigs Perlenmost. Meerjungmäuse Fusel in Bächen. Wir liegen am Grunde. Na dann, Prost. Ei, das ist der richtige Stoff. Schieß los, Kapitän, was brauchst du? Du musst es nur sagen, dann gehört es dir. Wir müssen über Periklav reden. Periklav? Was gibt's da zu reden? Ich habe geschworen, nie wieder ein Wörtchen darüber zu verlieren. Seltsam, vor kurzem war eine Maus hier, die nach Periklav und dem Schatz gefragt hat. Eine Köchin. Oma Maretzia? Ei, die meine ich. Oh, die war reizend. Aber ich habe dennoch mein Wort nicht gebrochen. Ich habe nicht mal die Truhe erwähnt, die unten am Knochenstrand vergraben liegt. Dort, wo der Schatten des Krähennestes zur fünften Stunde hinfällt. Und selbst wenn ich es hätte, ich habe immer noch den Schlüssel. Der Schlüssel. Es ist wohl besser, wenn ich den an mich nehme, oder? Zur Sicherheit. Kannst du sie noch sehen, Kapitän, wenn du deine Klüsen zumachst? Ihre schwarzen Augen, ausgeblichen von der smaragdgrünen Sonne. Und dieses Geräusch, oh, dieses Geräusch. Kerolds Augen füllen sich mit Tränen. Versprich mir, Kapitän, dass du es dieses Mal zerstören willst. Der Frosch spuckt einen silbernen Schlüssel aus. Dieser baumelt an einem klebrigen Spuckefaden und senkt sich langsam in deine ausgestreckte Pfote. Ja, lecker. Periklav sollte nie gefunden werden. Okay. Dann, sehr schön. Löse Kerolds Rätsel am Strand. Okay, würde ich sagen, mache ich das doch. So, doch zuerst wieder hier die Rüstung anziehen. Und dann würde ich sagen, geht's auch direkt zum Strand. So, schnell speichern. Jawohl. Sehr gut, also ein Rätsel zu lösen. Ein Krähennest zur fünften Stunde im Schatten. Ich vermute mal, dass das Ganze um, ja genau, jetzt um die Zeit, 5 Uhr mittags der Fall sein wird. Denn 5 Uhr morgens fällt noch kein Schatten. Das glaube ich nicht, so mitten in der Nacht. Okay, mal gucken. Hier durch. Okay, aber das trifft sich ja gut mit dem Strand, denn ich muss da ja, wie gesagt, noch hin und den Waldläufergürtel holen. War doch der Gürtel, ne? Genau, der Gürtel. Gut. Dann geht's schnell hier hoch. Und hier runter. Froh und munter. Genau, hier hinten durch. So. So würde ich mal sagen, kann ich eigentlich das Zeug hier wieder ausziehen? Dann natürlich die Diebesklamotten. Sehr schön. Und dann geht es Richtung Strand. So, wunderbar. Dann mal hier schnell speichern. Jawohl. Und
Runter geht es. Am Hafen vorbei. Jawohl. Okay, so. Wo war jetzt das Ding? Das war hier in irgendeiner Hütte. Okay. Schaue ich mir das doch mal an. Jawohl, jawohl, jawohl. So, dunkel ist es. So ist jetzt die Frage, wo genau das Ding ist. Da hinten irgendwo. Oder. Bin ich jetzt schon zu weit? Ich bin schon zu weit. Bin schon zu weit unten. Okay, dann wieder hoch. Tap, 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 tap. Hier war es der Aufzug. Sag mal, das muss doch wieder hochgehen. Gerade beim Descent verlaufen. Warte mal, kann ich da hochklettern? Geht das? Komm, jawohl, wunderbar. Okay. Das sieht doch schon nach eher was aus hier, ne? Jawohl, sehr cool. Okay. Hier bin ich anscheinend noch nicht gewesen. Eine Truhe. Mehrere Florin. Eine Strandkarte, der Waldläufergürtel. Sehr schön. Und zwei Kerzen. Wunderbar, dann hat sich das auch. Sehr schön, okay. Jetzt war doch hier hinten, genau, da oben, eine Möglichkeit, sich auszuholen, wenn ich mich recht erinnere. Stand dort ein kuscheliges Bettchen. Irgendwo da hinten. So, hier sind noch Ruinen. So, wo war das? Genau da lang. Hier liegen sie alle rum. Genau, hier war das. Dann würde ich doch mal sagen, kann ich hier speichern? Jawohl, kann ich. Okay. Gut. Schnell speichern. Okay, dann würde ich mal sagen, schlafe ich bis 3 Uhr mittags. Beziehungsweise 1 Uhr, damit ich noch Zeit habe, mich dort ein bisschen umzugucken. Jawohl, automatischer Speicherpunkt. Okay, dann schaue ich doch mal. Da hinten ist das Schiff. Und zudem vermute ich mal, muss ich hin. So. Und zur 5. Stunde war ja 5 Uhr mittags. So. Okay. Aber auch wenn man jetzt deutlich mehr Ausdauer am Start hat, verbraucht der liebe Thilo die doch recht schnell. Okay, so, mal gucken. Also. Hier liegen sie rum. So, hier auch. So, mal gucken. Da oben ist das Krähennest. Das heißt, da muss dann anscheinend irgendwie ein Schatten sich werfen, der mir den Weg zeigt. So, hier ist ein Boot, aber sonst auch nichts. Hier liegen sie überall rum, sind gestrandet.
Ist aber jetzt die Frage. Was hier noch zu machen ist. Ah, gucke mal an. Brisanz liegt hier rum. Das ist doch schon mal gut. Okay, da liegt Brisanz rum. Das heißt, damit muss ich wohl irgendwie irgendetwas sprengen. Es ist halt nur die Frage, was? Das gilt es jetzt herauszufinden, okay. Gut, 3 Stunden noch, dann würde ich sagen, lade ich doch mal den letzten Speicherpunkt neu und penne noch mal eine Runde. So, das hier. Okay, und noch mal schlafen gehen. Jawohl. Okay, gut, jetzt ist was dunkler. Das heißt, jetzt muss ich mich aber auch beeilen. Tapatapatapatap. Darf keine Zeit verlieren. Aber das sollte reichen. Tap, 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 tap. Okay. Allerdings, Brisanz ist so eine Sache, ne? Ich erinnere mich, damals unten bei der Waffenkammer musste ich ja auch das eine oder andere zersprengen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Wobei ich vermute mal, dass mir das angezeigt wird, oder? Wo ich was zersprengen kann. So, also, mal gucken. Okay. Da oben. Es wäre ja dann hier. Okay, es wandert weiter. So, halbe Stunde noch. Ist jetzt die Sache, warte mal, was ist denn da jetzt das Krähennest? Das da irgendwo ablegen. Oder wie, oder wer, oder wo, oder? Ist das hier das Krähennest? Das weiß ich halt jetzt nicht. Es mir hier bei der Leiche und dem umgekippten Baumstamm. Mal gucken, ob das richtig ist. Weil weiter komme ich, glaube ich, auch nicht. So, ich leg's mal hier ab. Nehmen wir mal Zucker. Ach ja, das hat funktioniert. Ah, schön. Ja, coole Sache. Okay. Gut, das hat dann anscheinend funktioniert. Verdächtige Truhe. Du steckst etwas in der Klemme, mein Herz. Oh, Mama Rezia, was machst du denn hier? Ich fordere ein, was mir gehört. Wie hast du mich gefunden?
Das war nicht schwer. Du machst genug Lärm, um Tote zu wecken. Und jetzt geh weg von der Truhe. Wieso? Die Köchin zieht unter ihre Schürze ein Küchenmesser hervor und wischt die Klinge an ihrem Ärmel ab. Damit mein Messer schön sauber bleibt. Was Bild ist cool. Schön. Du trittst zur Seite und gehst ein paar Schritte zurück. Gut, das ist weit genug. Das hast du gut gemacht, Herzchen. Wir suchen schon seit Jahren nach dem Schatz von Kapitän Pulverfass. Wir? Du meinst du und Faustus? Faustus, der Wichtigtuer, der kennt nicht einmal meinen Namen. Er interessiert sich doch nur für seinen Fusel. Nein, ich meine Volker, den Wärter. Er war mein Partner in diesem wunderbaren Plan. Ach, Volker, mein Lieber, du hattest die ganze Zeit recht. Wie schade, dass du nicht hier bist, um es mit eigenen Augen zu sehen. Ich vermisse ihn. Wir waren ein gutes Team. Aber das ist eine angemessene Entschädigung für das Opfer, das er gebracht hat. Der Schatz ist dein. Nimm ihn dir. Welch Großzügigkeit. Ich wünschte, ich könnte dir dafür etwas zurückgeben. Kann ich nicht einfach eine Kopie der Karte für Periklav anfertigen? Ach, mein Herz. Wäre das nicht eine wunderschöne Geschichte? Der Bade kommt nach Periklav und rettet dort seine Liebste. Aber jede Geschichte hat ein Ende. Das weißt du doch. Deine endet hier in diesem Loch. Ich hörte, hast du dem Kommandanten meinen Namen verraten? Das war nicht sehr nett. Du hast alles ruiniert, was ich mir über die Jahre hier aufgebaut habe. Hast du den Wärter getötet? Ich? Ach, Herz, natürlich nicht. Wir haben da etwas Tolles auf die Beine gestellt, ich und er. Aber er hat sich viele Feinde gemacht, so wie sich immer aufgeführt hat. Die Verurteilten ausgeraubt, die Katakomben geplündert, Glücksspiel. Und nebenbei hat er ständig nach dem Schatz des Kapitäns gesucht. Er war nah dran, ihn zu finden, bevor er gestorben ist. Aber natürlich nicht so nah wie du. Wieso weißt du von dem Schatz? Der Frosch im Verlies, Kerold, richtig? Ja, er redet im Schlaf. Die Wachen haben den Frosch belauscht und Volker hat die Wachen belauscht. Die Seehexe ist auf Periklav gestoßen und kam mit Schätzen beladen zurück. Man sagt, sie habe wegen dem Schatz Schiffbruch erlitten. Wieso das denn? Sie war zu schwer, der Kiel zu tief, den Rest kannst du dir ausmalen. Aber man hat nie auch nur die Spur eines Schatzes gefunden. Also habe ich Kerold einen Besuch abgestattet. Ja, das hat er mir gesagt. Erzählt mir, wie reizend du seist. Der garstige, stinkende Schwachkopf. Er behauptete, sein Kapitän sei noch am Leben, aber seine Leiche liegt immer noch in Ketten in einer Zelle. Ich sollte jetzt gehen. Lebe wohl. Gehen? Oh, ich denke nicht, Spitzgesicht. Die Köchin nimmt ein Kristall in die Pfote. Falls es dir ein Trost ist, dein Tod wird deine alte Oma sehr, sehr... Sie schreit auf, ihre Augen versinken in den Höhlen. Ihr Fell und Fleisch schält sich von den zerfallenen Knochen. Nur einen Augenblick später ist Oma Marezia verschwunden. Ein schreckliches Klagelied erklingt. Du hörst es kaum, aber du spürst es in den Adern. Und der Kristall beginnt mit einem fahlen Smaragdgrünlich zu pulsieren. Und dann... Mit wem, mit wo? Mein guter Mäuserich. My Lady. Die Toten sind auferstanden. Ja, ich fühle es. Die grüne Flamme ist erwacht. Was muss ich tun? Sobald das smaragdgrüne Feuer entzündet wurde, kann es nicht so leicht wieder ausgelöscht werden.
Allein kannst du nichts erreichen. Schare deine Gefährten um dich und bete, dass es noch nicht zu spät ist. Jetzt können dir nur noch die Lebenden helfen. Was? Rekrutiere Mitstreiter im Kampf gegen die grüne Flamme. Echt jetzt? Okay. Gut. Wow. Boah, die zieht echt sehr gut Ausdauer. Okay. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich den hier entkomme, ne? Ach du meine Güte. Okay, das ist alles hier markiert. Ist jetzt die Frage, wie komme ich dorthin zurück? Hauen die mich mit Anschlag um? Ach, das sind die ganzen Toten hier. Die hier überall rumlagen. Ach du meine Güte. Okay. Erstmal schnell speichern. Okay. Gut. Mitstreiter finden. Da oben liegt noch einer rum. Na, das kann ja heiter werden. Okay. Bin ich mal gespannt, wer sich mir hier alles anschließen wird. Ach du meine Güte. Okay, da vorne läuft die Ratte rum. Warte mal, ich nehme den Aufzug, das geht schneller. Ja, genau. So. Okay, gut. Muss ich mal gucken. Ich meine, ich habe jetzt Fatal und Gusto. Wen hätte ich noch? Den Kommandanten? Könnte ich ihn sicherlich mal fragen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Fatal und Gusto mitmachen, da mir bei den beiden noch eine Fertigkeit fehlt, die ich verbessern kann. Da vermute ich mal, dass es noch irgendwie eine Quest gibt, die ich erledigen muss. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Gut, jetzt würde ich erstmal sagen, zurück zu Burg Dairoin und gucken. Ja. Wie es weitergeht. So, wieder die Kleidung anziehen. Nee, warte mal, hier durch. Und dann hier zum Speichern. Okay, gut. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle hier ein Break und
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, wenn es dann heißt, eine Armee aufstellen, um die grüne Flamme erneut platt zu machen. Ich bin gespannt, wer mitmacht. Und ja, würde mich freuen, wenn auch ihr wieder mit dabei wärt. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut und ciao, ciao.